Haltung. Und wenn dann noch einzelne nachkommen, ist das nicht so schlimm. Also fange ich mal an, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher dieser Veranstaltung. Mein Name ist Henrik Röschner. Ich begrüße Sie im Namen der Bürgerinitiative Freckenfreies Hessen, NEV, mit der Unterstützung des Nordhessischen Bündnisses Freihandelsabkommen stoppen zu dieser Veranstaltung. Schön, dass ihr da seid. Besonders begrüße ich die Gäste auf dem Podium, Frau Gottschalk, Bundestagsabgeordnete der SPD, Frau Leidig, Bundestagsabgeordnete von Die Linke und Herr Berghaut, Spitzenkandidat der Piratenpartei in Hessen. CDU und Grüne waren leider nicht in der Lage, eine Vertreterin oder einen Vertreter zu dieser Veranstaltung zu entsenden. Ich erlaube mir mal ärgerlich zu spekulieren, weshalb. Hier hätte ein CDU-Abgeordneter Rede und Antwort stehen sollen, warum man im Interesse der Industrie Fracking- und Freihandelsabkommen durchsetzen will. Das ist für die CDU-Bundestagsabgeordneten vermutlich eine zu undankbare Aufgabe gewesen. Man entzieht sich, es reicht offensichtlich, wenn Bürger alle 4 Jahre ihre Stimme abgeben und keine Gelegenheit für unangenehme, bohrende Fragen zwischendurch bekommen. Vor diesem Hintergrund ist es anerkennenswert, dass Frau Gottschalk unsere berechtigten Fragen nach den Regierungsabsichten nicht ausgewichen ist. Ja, und von den Grünen haben wir in unseren früheren Informationsveranstaltungen berichtet, dass sie Fracking nicht verhindern wollen. Darüber sind sie vielleicht noch verärgert und deshalb nicht gekommen. Im November 2014 haben die Grünen auf Bundesebene dann endlich mehrheitlich und klar für ein generelles Fracking-Verbot ausgesprochen. Sie hätten heute Abend hier eine gute Gelegenheit gehabt, diese unterstützende Haltung zu vertreten. Vielleicht wollen jedoch die Grünen auch ihre Wiesbadener Solidarität und Gemeinsamkeit mit der CDU pflegen und sind deshalb nicht gekommen. Einen großen Dank will ich an die örtlichen Politiker hier in Lofelden aussprechen. Sie setzen sich mit uns gegen Fracking und gegen Handelsabkommen ein und ermöglichten und unterstützten unsere Veranstaltungen. Auf diese Weise wurde in Lofelden die Keimzelle unserer inzwischen über 9000 Mitglieder zählenden Bürgerinitiative. Ja, stellvertretend spreche ich besonderen Dank an Herrn Bürgermeister Reuter, an Norbert Thiele und an Walter Bertel aus. Falls sich jetzt jemand wundert, dass unsere Bürgerinitiative gegen Fracking sich auch mit dem Thema Freihandelsabkommen befasst, will ich noch einige erklärende Worte dazu sagen. Fracking und Freihandelsabkommen haben viel gemeinsam. Beides ist nicht im Interesse des Allgemeinwohls, sondern im Interesse der Industrie. Der überwiegende Teil der Bevölkerung, der über die Zusammenhänge informiert ist, lehnt beides ab. Die Bundesregierung will beides gegen den Widerstand der Öffentlichkeit durchsetzen. Das schon mit Kanada verhandelte Handelsabkommen CETA führt zum Beispiel dazu, dass Fracking hier gegen den Willen der Bevölkerung erzwungen werden könnte. Deshalb muss unsere BI nicht nur gegen Fracking, sondern auch gegen diese Abkommen angehen. Es genügt jetzt nicht, wenn jeder Teil in unserer Gesellschaft seine speziellen Interessen gegen die Handelsabkommen einzeln für sich verteidigt. Unsere BI wendet sich zum Beispiel gegen Fracking. Die Gemeinden wenden sich dagegen, um zum Beispiel der Privatisierung der Wasserversorgung zu begegnen. Die Gewerkschaften wenden sich dagegen, um Arbeitnehmerrechte zu schützen. Künstler wenden sich dagegen, damit die staatliche Kulturförderung weiter möglich bleibt. Verbraucherverbände wenden sich dagegen, um Verbraucherschutz gegen die Industrieinteressen zu verteidigen. Umweltschutzverbände wenden sich dagegen, weil sie bei künftigen Entscheidungen das öffentliche Interesse an Umweltschutz gefährdet sehen. Bauern wenden sich dagegen, weil sie sonst mit amerikanischen industriellen Produktionsmethoden im ungeschützten Wettbewerb stehen. Diese Aufzählung könnte ich noch lange fortführen.
Es ist also wichtig, dass nicht alle Interessengruppen einzeln gegen diese Abkommen angehen oder für sich Ausnahmeregelungen erkämpfen. Nur solidarisch und zusammen können wir es schaffen, diese Abkommen zu verhindern. Also, auf die Leinwand geworfen sehen Sie das geplante Programm, den geplanten Programmablauf des heutigen Abends. Und aus rechtlichen Gründen erklären wir unsere Aussagen hier als Meinungsäußerungen. Wir weisen gerne die Quellen nach, durch die unsere Äußerungen fundiert sind. Jetzt anschließend spricht Egbert Gebhardt. Er wird berichten, in welcher Weise mit einem Gesetzentwurf die Bundesregierung Fracking nun doch ermöglichen will. Ich wünsche uns jetzt einen lebendigen und informativen Abend. Dankeschön. Guten Abend. Gabriel und Hendrix kündigten im Juli 2014 ihren Eckpunkten zur Regelung der Fracking-Vorhaben in ihren Vorhaben zur Fracking-Regelung Folgendes an. Fracking-Vorhaben zur Gasförderung aus Schiefer- und Kohleflözgestein oberhalb von 3000 Metern werden durch das Wasserhaushaltsgesetz verboten. Fracking-Vorhaben für sogenanntes Teiggas vom Bundesministerium für Wirtschaft, auch konventionelles Fracking genannt, bleiben grundsätzlich möglich. Hier werden wir trotzdem noch zusätzliche Regeln einführen. Unter anderem darf die eingesetzte Frackflüssigkeit insgesamt maximal schwach wassergefährdend sein. Damit bezieht sich das Papier auf jene Formen des Frackings, die in Deutschland schon seit den 60er Jahren durchgeführt werden. Die Förderung von in Sandstein gebundenem Gas. Doch auch hier sind die Risiken für Mensch und Umwelt groß, nur wurden sie bisher nicht systematisch erfasst. Im November 2014, die Bundesumweltministerin hat den regierungsinternen Kompromiss zur umstrittenen Erdgasfördermethode Fracking verteidigt. Sie habe sich damit durchgesetzt, dass das Fracking unbefristet verboten ist und dass es nur in ganz seltenen Ausnahmefällen erlaubt werden kann, sagte sie im Deutschlandfunk. Die Koalition verständigte sich demnach auf ein unbefristetes Moratorium. Nur für wissenschaftliche Zwecke dürfe gebohrt werden. Ein Sprecher des Umweltministeriums sagte, Fracking könne nur erlaubt werden, wenn diese Technik nachweislich keine Gefahr für das Grundwasser und die Umwelt darstelle. Der Trinkwasserschutz genieße absoluten Vorrang. Am 19. Dezember 2014 wurden die Referentenentwürfe zwecks Anhörung an die Länder und Verbände verschickt. Die Entwürfe wurden noch nicht vorgestellt. Bezüglich der Stellungnahmen besteht eine extrem kurze Rückgabefrist. Ab 2018 soll eine unabhängige Expertenkommission überprüfen, ob kommerzielle Bohrungen genehmigt werden können. Ob eine solche Genehmigung letztendlich erteilt wird, liegt aber nach wie vor in der Verantwortung der zuständigen Bergbau- und Wasserbehörden der Länder. Eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung, UVP-Pflicht, und damit eine zwingende Öffentlichkeitsbeteiligung für alle Fracking-Maßnahmen sowie die Entsorgung von Rückflüssen und Lagerstättenwasser wird in die UVP-Verordnung Bergbau eingeführt. Die Beweislast für mögliche Bergschäden, die von Fracking-Maßnahmen bzw. Tiefbohrungen stammen können, wird den Unternehmen auferlegt. Nehmen wir das Fracking-Gesetz unter die Lupe. Beschränkungen: Unterhalb 3000 Meter wird Fracking vollständig freigegeben und grundsätzlich auch oberhalb. Lediglich für Schiefer- und Kohleflözgas besteht ein Vorbehalt durch die einzurichtende Fracking-Kommission. Zwei Drittel des Schiefergases wird von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe jedoch im Unterkarbon bei rund 5000 Meter verortet. Insbesondere auch die Erdölvorkommen, die in Nordwestdeutschland zumeist nur einige hundert Meter tief liegen, sind freigegeben.
Hier hat PRD Energy in ihrem Investorenprojekt schon angekündigt, Freckmöglichkeiten zu prüfen. Und die Firma CEP freckte im Juni letzten Jahres bereits ein Ölvorkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Kommissionsvorbehalt. Als eine wirksame Hürde ist die Kommission bei ihrer geplanten Zusammensetzung kaum zu erachten, da 3 der 6 Teilnehmer in der sogenannten Hannover-Erklärung sich im letzten Sommer als Fracking-Befürworter zeigten. Vertreter der Zivilgesellschaft fehlen im Gremium hingegen. 3000 Meter Grenze? Nein, zu früh oder was? Nein, nein. Jetzt, Entschuldigung. 3000 Meter Grenze, geologische Störungszonen, hydrogeologische Verhältnisse, Ausprägungen der Deckschichten und so weiter sind überwiegend standortspezifische Merkmale und kaum zu verallgemeinern. Somit ist es unverständlich, dass die Unbekenntlichkeitserklärung einer Expertenkommission, die ab 2018 möglich wird, fest mit der Tiefenangabe flacher 3000 Meter verbunden ist. Chemikalienfracking. Ein chemikalienfreies Fracking ist zur Öl- und Gasförderung weiterhin nicht in Sicht. Selbst Exxons trinkbare Rezeptur aus der Panorama-Sendung funktioniert wohl nur in Schiefergasvorkommen. Andere Lagerstätten erfordern weiterhin deutlich umfangreichere Cocktails, wie auch Exxon einräumt. Gerade die tiefer liegenden Lagerstätten im Sandstein benötigen aufgrund der extremeren Druck- und Temperaturbedingungen die toxischeren Rezepturen. Die fertige Mischung lässt dank der Verdünnung selbst giftige Stoffe zu. Doch sind beispielsweise den Hormonhaushalt störende Substanzen auch in extremer Verdünnung noch wirksam. Naturschutzgebiete. Grundsätzlich darf auch hier weiter gefreckt werden. Nur das Errichten der Anlagen für Fracking und Versenkung wird aus den Naturschutzgebieten in das Umland verbannt. In den FFH- und Vogelschutzgebieten sollen lediglich Anlagen für Schiefergas und Kohleflözgas ausgeschlossen werden. Treibgasfracking und Versenken des beim Treibgasfracking anfallenden Lagerstättenwassers sind hingegen erlaubt. Wasserschutz. Ebenfalls auf kleinstmögliches Maß beschränkt sich der Schutz des Wassers im Gesetzentwurf. Lediglich Wasser- und Heilquellenschutzgebiete werden ausgeschlossen. Doch sind deren Grenzen auf Erträge von oben bemessen, also vom Regen, und als Maßgabe untauglich. Bereits bestehende Vorranggebiete zur Trinkwassergewinnung sind nur noch mit separater Landesregelung auszuschließen. Alle anderen Nutzer bleiben völlig außen vor. Stärkung der Wasserbehörden. Entgegen den Beteuerungen von Frau Hendricks werden die Wasserbehörden geschwächt, denn diese kommen erst ins Spiel, wenn Bergamt und Kommission den Antrag befürwortet und geprüft haben. Somit werden sie einem enormen Druck seitens der Kommission und des Bergamtes ausgesetzt. Ohnehin müssen die Wasserbehörden den gewässerkundlichen Landesdienst beteiligen. Dieser wird aber, zum Beispiel in Niedersachsen, für Bergbaubelange vom Bergamt selbst verkörpert. Faktisch schreibt sich hier das Bergamt seine Wunschstellungnahme der Wasserbehörde selbst. Als künftige UVP-pflichtige und damit plan zu feststellendes Vorhaben ist zudem das Bergamt die federführende Behörde und für Erteilung der Erlaubnis zuständig, während die Wasserbehörde nur zu beteiligen ist. UVP. Zentraler Bestandteil des Fracking-Gesetzes ist die Verpflichtung zur Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen. Bei näherer Betrachtung entpuppt sich dieses Ansinnen jedoch als wirkungslos. Denn für die dortige Prüfung werden Beurteilungskriterien der Fachgesetze herangezogen. Diese Grundlage fracking-bezogener Prüfkriterien fehlt jedoch bislang völlig auf der fachrechtlichen Ebene. Und es ist auch keine Tendenz erkennbar, dass solche geschaffen würden. Somit bleibt die UVP wirkungslos, da sie die zu befürchtenden Auswirkungen gar nicht betrachten kann. Verpressung. Weiterhin gestattet bleibt das Verpressen des gefährlichen Lagerstättenwassers. Nicht einmal Beschränkung auf die Ursprungshorizonte ist vorgesehen. So darf auch weiterhin Lagerstättenwasser aus 4000 Meter Tiefe in nur 500 Meter Tiefe versenkt werden und gelangt so viel näher an die trinkwasserführenden Schichten.
Dabei sind gerade die gerne dafür genutzten alten Erdöllagerstätten nach vielfachen Bohrungen keineswegs mehr dauerhaft sicher nach oben abgedichtet. Ohnehin ist eine Trennung von aufzubereitendem Flowback und versenkbarem Lagerstättenwasser aus gefreckten Bohrungen nicht möglich. Es handelt sich um einen fließenden Übergang. Ein Teil der Freckfluides tritt erst während des Förderbetriebes zutage und wird somit als Lagersteckenwasser versenkt. Forschungsbohrungen zur kommerziellen Nutzung. Eine kommerzielle Nachnutzung der Probebohrungen ist laut Ministeriumssprecher durchaus angedacht. Damit tritt dieser Aspekt in Konkurrenz zu einer risikominimierten Standortwahl. Der Erkenntnisgewinn der wenigen Bohrungen zu Forschungszwecken bis 2018 ist fraglich. Nimmt man die zweite Umweltbundesamtsstudie zur Grundlage, ist grob überschlagen mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1 zu 100 an schweren Störungen bei Bohrung und Freck zu rechnen. Das ist zu wenig, als mit einer Handvoll Vorhaben eine seriöse Aussage zur Beherrschbarkeit zu treffen. In Anbetracht von prognostizierten 50.000 Bohrungen jedoch zugleich zu viel, als eine Größenordnung von 500 Störfällen als Restrisiko abzutun. Bergschadensregelung. Die Umkehr der Beweislast wird zwar vordergründig in die Änderung des Bundesberggesetzes aufgenommen, für Schäden durch Erdbeben fehlt die Verankerung im Bundesberggesetz gleich ganz, denn dort werden Erschütterungen genauso wie Kontaminationen nicht erfasst. Ausschließlich Senkungen, Hebungen und ähnliche Lageveränderungen der Erdoberfläche qualifizieren zur Anwendung der Beweislastumkehr. Diese beschränkt sich zudem auf einen Radius von 500 Metern, in welchem Bergschäden den Bergbauunternehmen angelastet werden. 500 Meter werden bei den heutigen Horizontalbohrungen bei weitem überschritten. Fehlende Auswertung bisheriger Frecks. Eine mögliche Erkenntnisquelle kommt in der Diskussion bis zum heutigen Tag zu kurz. Die Auswertung bisheriger Freckmaßnahmen. Es wird zwar gerne darauf verwiesen, dass man Fracking in Sandstein doch schon lange durchführe, doch fehlen darüber jegliche Daten über etwaige Umweltauswirkungen. Zwischenzeitlich räumte das LWEG auf Nachfrage ein, dass bislang nie systematische Umweltmonitorings durchgeführt wurden. Fachliteratur sowie öffentlich gewordene Bergamtsaktien belegen jedoch mehrfach aufgetretene, zumindest technische Fehlschläge, auch mit beschädigter Verrohrung. Nutzen der Forschungsbohrungen bei den wenigen bis 2018 überhaupt zu realisierenden Vorhaben wird es höchstwahrscheinlich keine schwerwiegende Betriebsstörung geben. Die somit folgende Freigabe aufgrund bester Erfahrungen ist heute schon absehbar. Auch ist die Aussagekraft dieser kleinen Anzahl an Forschungsbohrungen ungenügend. Der Kommissionsvorbehalt gilt auch nur für Kohleflöz- und Schiefergaslagerstätten flacher 3000 Meter. Alle anderen Bereiche werden gleich freigegeben, unabhängig von ihrer Tiefe. Fazit: Unterm Strich bleibt von vermeintlichen Beschränkungen nicht mehr viel übrig. Schon gar kein Verbot. Auf dem Anspruch, das schärfste Gesetz der Welt zu bilden, wird man nicht gerecht. Die strengsten Regelungen haben doch nach wie vor Frankreich und seit einigen Monaten auch die belgische Region Flandern, indem sie es schlichtweg untersagten. Auch der US-Bundesstaat New York verkündete vor Weihnachten 2014 ein Verbot aus Gesundheitsgründen, um seine 19 Millionen Bewohner zu schützen. 150 Städte in der USA haben Fracking verboten, während die Niederlande ihr Moratorium bis 2018 ausdehnte. Wie geht es weiter? Mit Einleitung der Länder- und Verbändeanhörung am 19. Dezember 2014 haben nun die Länder und Verbände Zeit, bis zum 23. Januar 2015 ihre Stellungnahmen abzugeben. Anfang Februar folgen die mündlichen Anhörungen. In einem letzten Schritt folgt dann der Kabinettsbeschluss, der den Weg für den parlamentarischen Gesetzgebungsprozess ebnet. Der Sachverständigenrat Umwelt, der die Regierung berät, ist der Auffassung, dass durch die Gewinnung von Schiefergas weder die Gaspreise sinken noch die Versorgungssicherheit erhöht wird. Es besteht insofern kein besonderes übergeordnetes öffentliches Interesse an der Erschließung dieses Energieträgers.
möglicherweise aber ein betriebswirtschaftliches Interesse der Industrie. Soweit der SRU. In Umfragen wird immer wieder deutlich, dass die überwiegende Mehrheit der Bundesbürger für einen möglichst schnellen Umstieg hin zu erneuerbaren Energieformen ist. Auch ist ein effizienterer Umgang mit Energie und ein Überdenken persönlicher Verhaltensmuster möglich. Sicherlich gibt es über den richtigen Weg und dessen Finanzierbarkeit unterschiedliche Meinungen, die unter Beteiligung der Öffentlichkeit diskutiert und dann demokratisch entschieden werden müssen. Auch wird es im eingeschlagenen Weg manche Richtungskorrektur geben. Mein Eindruck, wir Bürger sind bereit, diese Herausforderung anzupacken. Wozu also Zeit und Energie verschwenden, nur um das fossile Zeitalter noch etwas zu verlängern? Vielen Dank.